Ein Herz-Kreislauf-Stillstand kann jeder erleiden und kann jeden treffen zu jeder Zeit. Wir haben das gesehen bei der Fußball-Europameisterschaft 2021. Hier hat man gesehen, wie wichtig Maßnahmen sind, um solchen Menschen zu helfen. Und man tut das. Frühzeitige Hilfe bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand kann die Überlebenswahrscheinlichkeit verdoppeln, ja verdreifachen. Und aus diesem Grund habe ich mir überlegt, wo gehört eigentlich ein Defibrillator hin? Und er gehört auf jeden Fall auch dorthin, wo Fußball gespielt wird, im Freizeitbereich. Und das ist bei Askania Köpenick der Fall. Und aus diesem Grund, glaube ich, ist das hier heute ein guter Zugewinn für die notfallmedizinische Versorgung aller Freizeitsportlerinnen und Sportler, die hier in der Woche und am Wochenende ihrem Hobby nachgehen. Ja, ein ganz spannender Nachmittag heute hier. Wir haben gerade feierlich übergeben bekommen, zwei Defibrillatoren, da unsere Sportanlage im Grunde damit nicht ausgestattet ist. Wie es dazu kam, hat uns sehr, sehr überrascht. Und zwar hat uns Hans Ibel her, hat sich an uns gewandt, hat seinen Sohn, der hier Fußball spielt bei uns und auch schon kleinere Unterstützungsleistungen geleistet für den Verein, hat gesagt, pass auf, was machen wir eigentlich, wenn bei uns auf der Sportanlage etwas passiert, wo ernsthafte Erste Hilfe plus Wiederbelebung benötigt wird. Und Hans sagte, pass auf, das ist mir eine Herzensangelegenheit, in meiner Verantwortung auch als Arzt und auch als Praxis, die er hier in Karlshorst hat, zu sagen, pass auf, ich unterstütze euch und ich besorge die, ich weise euch ein, wenn es notwendig ist und ihr habt die Chance, hier auf eurer Sportanlage, losgelöst von irgendwelchen Behörden, dem Bezirksamt oder wie auch immer, dort einen Teil zu haben, mit dem ihr dann am Ende Leben retten könntet und seid einfach sicherer für alles, was passiert.